Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Im letzten Part waren wir in London unterwegs. Heute geht's nach Berlin. Passend dazu nehmen wir Knochenbowser. Er wird zwar auch ein bisschen gut zu Frankfurt passen. Sieht ja aus wie ein Crack-Abhängiger, aber wir nehmen ihn jetzt auch für Berlin. Der Unterschied ist nicht so groß. Mal gucken, was erwarte ich von Berlin. Berlin selber noch nie gefahren. Ich habe mich jetzt sehr auf den Cup gefreut, nur wegen Berlin. Ich erwarte irgendeine Anspielung an die Deutsche Bahn. Die Berliner Mauer, klar. Was ist noch typisch deutsch? Genau, die Siegessäule, das Berliner Tor. Und was gibt's denn auch? Was gibt's denn sonst noch in Berlin? Ist Berghain? Aber ich glaube nicht, dass sie das Berghain reingemacht haben. Wäre ein bisschen zu kinderfreundlich. Vielleicht noch so ein paar Hipster, links und rechts. Cool. Okay, wir fahren jetzt hier an der Siegessäule vorbei. Ich werde nächstes Jahr einen Marathon rennen. Okay, ich habe es auf jeden Fall vor, einen Marathon zu laufen. Wie kommt der andere so weit vor? Alter, eine chaotische Karte. Hier ist der Bahnhof. Mitten im stehenden Zug natürlich. Okay, hier ist die Deutsche Bahn-Anspielung. Hey, ich werde von allem getroffen. Wieso denn? Ah, da darf ich jetzt nicht lang fahren. Okay, cool. Jetzt werde ich noch komplett durchgereicht. Achter Platz. Wild. Und erneut bei der Siegessäule. Ich verstehe die Karte. Ich hoffe, wir haben jetzt auch ein paar Abzweigungen. Ja, tatsächlich. Cool. Ich kann nicht mal mehr meine Pilze einsetzen. Ich kotze. Zweiter Platz. Jetzt wird es ein bisschen lockerer, wollte ich gerade schon sagen. Und dann hat mich random eine Red Shell, eine Green Shell getroffen, natürlich. Hier ist auf jeden Fall ordentlich Verkehr. Ein bisschen cooler wäre es, wenn es Stau gewesen wäre. Berlin ist sehr oft Stau. Und hier in dem Park habe ich schon ein paar nackte Frauen gesehen. Warum denn auch nicht? Ist ja auch Berlin. Also wenn man in den Parks keine nackten Frauen sieht. Also besser gesagt, meine Verlobte hat eine nackte Frau gesehen. Hat mich darauf hingewiesen. Hey, das ist eine nackte Frau. Und ich so, oh. Cool. Hier ist die Berliner Mauer. Und hier bei der Brücke habe ich tatsächlich schon Gras angeboten bekommen. Also wer Gras in Berlin haben möchte, hier ist ein guter Spot. Echt jetzt? Willst du ein zweiter Platz? Nein! Gibt's hier noch Items? Wahrscheinlich nicht mehr. Nee, sieht nicht danach aus. Vierter Platz, heilige Scheiße. Weißt du, du bist so lange Erster und dann wirst du einmal getroffen, vierter Platz und du kommst auch gar nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, was mit der KI los ist. Seit dem DLC ist die KI so abgefuckt. Sie spielt halt auf deinem Niveau und es ist halt einfach kacke, weil du einfach nicht gewinnst. Vor allem nicht bei so einer chaotischen Map wie der jetzt gerade eben. Wie konnte ich da noch verlieren? Egal, Peach Schlossgarten. Gib mir mal ein bisschen mehr von der Drogenszene in Deutschland weg und von der Clan-Szene. Ich fand ein bisschen enttäuschend, dass der Alex jetzt nicht dabei war. Tatsächlich. Die Strecke hier soll ich locker hinbekommen. Die wurde aber auch ein bisschen vereinfacht. Oh Gott, sagte er und fährt trotzdem gegen die Wand. Also früher war ja da ein richtig krasses Labyrinth, also... Natürlich. Komm schon. Komm schon. Mann.
Aber wir haben ein Mordstempo. Das ist halt das Problem, unsere Beschleunigung ist nicht so gut. Du wirst halt recht leicht abgesägt gegen die Box, wenn du keine gute Beschleunigung hast. Weil sie ja auf deinem Tempo mitfahren. Wie ihr jetzt seht, eigentlich bin ich sehr gut gefahren jetzt hier an der Stelle. Also relativ gut. Und ich habe immer noch keinen Abstand aufbauen können zu dem hinter mir. Jetzt so langsam. Also jetzt würde ich so langsam, glaube ich, einen Hit aushalten. Oh, neuer Streckenabschnitt. Lol. Fahren wir jetzt alles rückwärts? Ist es eine Anspielung an die... eine Mission aus Mario Kart DS? Da gab es ja diesen geilen Missionsmodus. Wo man dann aber rückwärts fahren musste. Ich glaube, man musste irgendwie ein Rennen gegen Wario machen oder so. Oder gegen Peach selber. Aber da macht der Garten auch ein bisschen mehr Sinn. Trotzdem schade, dass es nicht mehr so ein Labyrinth ist. Und die Blumenbeete haben auch mehr gestört, weil die genau in deinem Driftweg waren, mehr oder weniger. Okay, aber hier sind wir recht locker durchgekommen. Also ich bin, keine Ahnung, vielleicht war es die Enge bei der Berlin-Strecke. Berlin ist gar nicht so eng. Also es wurden hier... Wir müssen es mal mit Amsterdam vergleichen. Amsterdam kommt ja als nächste Stadtstrecke. Und wenn Amsterdam breiter ist als Berlin, dann verstehe ich es halt echt nicht, weil Amsterdam ist halt echt, wie soll ich sagen, Amsterdam ist echt eng im Gegensatz zu Berlin. So, jetzt haben wir noch ein Winter Wonderland, Weihnachten im Sommer, perfekt. Ich mag so Weihnachtssachen nicht, auch wenn irgendwelche Animationsserien so Weihnachtsfolgen haben, die skippe ich immer, egal was für ein Ding. Außer vielleicht Rick und Morty, die haben es noch recht gut gelöst mit diesem Weihnachtsmann, der einfach in die Luft geht. Und eigentlich geht es da gar nicht so wirklich um Weihnachten. So Weihnachtsfolgen oder Weihnachtsspecial, es ist halt einfach nein. Es gibt so ein paar Weihnachtsfilme, klar, so Kevin allein zu Hause und sowas. Die kann man sich einmal im Jahr geben, sind aber auch nicht so gut, dass man sie sich eigentlich einmal pro Jahr geben könnte. Weil ich gebe mir jetzt zum Beispiel Star Wars Episode 3 auch nicht einmal im Jahr und finde den Film genial. Warum sollte ich mir also einen semi-guten Film einmal im Jahr geben? Cringe ist cool. Cringe ist ein cooler Film. Ein cooler Weihnachtsfilm. Der, ja, er ist auch auf Weihnachten auch ausgelegt. Cringe ist... Oh Gott. Ugh. Cringe ist okay. Aber ansonsten so zum Thema Weihnachten, ich weiß nicht. Weihnachten ist so... es kommt, es geht. Tschüss. Das kannst du doch jetzt keinem erzählen, oder? Hallo! Junge. Okay, Knochentrocken ist vor uns. Wegrammen. Okay, er hat kein Item. Schon mal sehr gut ist. Wir hätten da jetzt auch links lang fahren können, aber ich wüsste nicht, ob mich das ausbremst. Ich möchte das Risiko lieber mal nicht eingehen. Also es sieht sogar aus wie der Hügel vom Cringe. Weil du fährst da diesen Schneehügel hoch, unten ist so ein Tal. Ist aber auch eine Geschenkefabrik. Also es ist eine neue Strecke auf jeden Fall. Ich finde auch cool, dass sie jetzt immer noch neue Strecken rausbringen. Andererseits denke ich mir so eine Weihnachtsstrecke. Weißt du, es grenzt auch ein bisschen die anderen Religionen aus. Weihnachten ist ja was sehr Religiöses. Deswegen finde ich so Weihnachtszeug immer unpassend, weil keiner macht eine Folge über Ramadan oder keiner macht eine Folge über Hanukkah. Aber Weihnachten, wow, die Geburt Jesu, krass. Ich weiß, wir leben in einer christlichen Gesellschaft und Weihnachten ist für manche oder für viele nur noch Geschenke absahen und so, aber... Der Hintergrund ist halt falsch. Wir haben jetzt keine Wüstenstrecke, wo wir irgendwie... Gibt's beim Ramadan irgendwelche religiösen Zeichen, wo man sowas sieht?
Und wenn man schon alle reinbezieht, dann muss man doch auch den Buddhismus mit reinbeziehen oder sonst welche Religion. Ja. Oder man fährt gar nicht auf die Religionsschiene. Deswegen, so, hey, wenn ihr mal ein Spiel entwickeln solltet oder so und ihr seht das zufällig, macht einfach keine Weihnachtskacke rein. Es macht alles viel komplexer. Ist es die Regenbogenstrecke vom 3DS? So wie es aussieht. Ist ja nur die fünfte Regenbogenstrecke oder so. Mich irritiert der Boden sehr animiert auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr animiert. Es leuchtet mir echt ein bisschen zu viel. Wo muss ich denn jetzt lang fahren? Ah, hier. Hier nicht perfekt gefahren den Abschnitt. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Ah, in der Luft zu steuern ist halt einfach Kacke. Und wir haben jetzt schon keine Ding mehr. Items zum Beschützen. Und ich flieg runter und das war der erste Platz. Das ist nämlich der dritte oder so, den wir jetzt haben. Der Cup ist eine Katastrophe. Der Cup ist eine Katastrophe, eine fertige Katastrophe. Ich verstehe es wieder nicht, weißt du? Ein Fehler die ganze Zeit über. Ja, du bist jetzt Dritter. Es ist. Ich fahre nicht gut. Ich bin auch nicht warm in dem Spiel. Okay, aber. Ein Fehler Dritter? So, ich bin sogar Zweiter im gesamten Cup? Was? Okay. Also. Wow. In 150. Also so eine schlechte Performance hatte ich noch nie. Vielleicht liegt es auch an Knochenbowser, ich weiß es nicht. Ich wurde zweimal betrogen kurz vor Abschluss. Nehmen wir halt den zweiten. Und, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach nur wie. Wie kann man Zweiter werden gegen Bots in Mario Kart? Das ist unglaublich traurig. Oh Gott. Keine Worte. Ich will mich trotzdem bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst mir Schuhe. Wir konnten wenigstens die ganzen Strecken sehen. Tschüss und bis bald.